Das ist Sebastian Bremer, genauer gesagt Dr. Sebastian Bremer, denn der 27-jährige Ostfriese trägt in seinen jungen Jahren schon einen Doktortitel. Und das, obwohl er die Entscheidung, Mediziner zu werden, erst relativ spät traf. Ja, ich wollte nicht immer Arzt werden. Also ich habe das erst im Zivildienst so richtig festgestellt. Den habe ich auf Intensivstation gemacht, in einem kleinen Krankenhaus in Wittmund. Und war das für mich fest und dann habe ich mich beworben und hat es geklappt. Sein Studium absolvierte der junge Arzt in Mainz. Aber in Rekordzeit hat er es nicht abgelegt, verrät er. Ich habe die 6 Jahre gemacht, wie mindestens vorgesehen ist. Und ich habe eben direkt nach dem Zivildienst angefangen und habe also auch keine Freisemester oder so genommen. Deswegen bin ich so früh fertig. Und das mit einer tollen Leistung. Seine Doktorarbeit, die er im Sommer 2012 fertigstellte, wird nun in Form einer DVD für Hausarztschulungen genutzt. Es ging in der Arbeit um die Erkennung der akuten HIV-Infektion. Ich habe mich damals, als ich mich auf die Suche gemacht habe, an die Allgemeinmedizin gewandt, weil ich damals auch Interesse hatte, später vielleicht in der Allgemeinmedizin tätig zu sein. Und dann ist mir die Arbeit angeboten worden und es geht eben um die Erkennung der akuten HIV-Infektion, weil man weiß, die wird oft übersehen. Und da haben wir eben so eine Fortbildungseinheit für Hausärzte gemacht und die habe ich evaluiert. Für diese Arbeit wurde er sogar mit dem Nachwuchspreis zur Förderung der Allgemeinmedizin ausgezeichnet. Mittlerweile ist Sebastian Bremer im Klinikum Oldenburg in der Radiologie tätig und übernimmt dort einige wichtige Aufgaben. Meine Aufgaben hier im Klinikum sind im Moment das sogenannte Akutdiktat. Das sind so das übliche Röntgen, was man so auch selber kennt, wenn man sich irgendwie einen Fuß umgeknickt hat oder so. Und die Befundung eben dieser Aufnahmen gehört zu meinen Aufgaben. Ich war ja vorher zu Beginn im Ultraschall. Eine nicht wegzudenkende Arbeit, die der 27-Jährige jeden Tag erledigt. Die Familie rückt dabei aber nicht in den Hintergrund. Ich denke schon, dass man das gut vereinbaren kann. Man muss es halt organisieren und dann ist das aber gut möglich. Also viele Ärzte haben Familien und das klappt gut. Auch im Krankenhaus wird er trotz seines jungen Alters wie alle anderen akzeptiert und angesehen. Sein nächstes Ziel ist jetzt, Facharzt zu werden. Und dabei wünschen wir ihm auf jeden Fall schon mal viel Glück.